hol meinen Schlüssel. Balkon. Da war jetzt auch der Baum. Ich weiß schon langsam nicht mehr, wo was hingehört. So, nochmal zurück. Das ist da. Ich? Der Fisch. Hier in der Nahrungskette recht oben steht. Ja, gut. Auf dem Balkon müssen wir noch was machen. Jetzt brauchen wir die Karte als Hilfe, sonst. Ach, hier, Schläge. Dong! Da sind die Segel. Bringen wir mal sofort weg. Ja, geh auf. Da war's, ne? Hier. Jetzt fehlt nur noch der Anker. So. Dankeschön. Jetzt hier noch auf dem Korridor. Ach hier, da war der zweite Fisch. Da ist der Anker. Der König vertraut mir. Ich könnte ihn dazu überreden, dass er die Meergöttin herbeirufen wird. Die Bewohner von Prasion werden die ganze Macht ihres Zornes erleben. Sie hatten sie zu lange selbstherrlich unterworfen. Jetzt wendet sich das Blatt und Kokino wird so wieder zum alten Glanz erstrahlen. Im alten Glanz erstrahlen. Der Kanzler steckt also dahinter. Gut. Okay. So, jetzt setzen wir den Anker da ein. Na, kommst du her? Doch. Schieberätsel. Der kommt nicht. So. Der muss da weg. Nein, der passt nicht. Und der geht auch nicht. Der kann aber hoch und dann ein Stück rüber und weg damit. Nein, der hängt hier. Aber das geht ein Stück hoch. So. So. Der muss hoch. Der muss runter und. Der muss rauf. Der muss weg. Der kann auch weg. Ja. Moment. Erst den rauf. Dann den da rüber. Rauf. Der geht weg, der geht auch weg, der geht weg, der geht weg, der geht weg, der geht ein. So, Seepferdchen, komm. So. Jetzt holen wir uns hier den nächsten Raum. Das sind jetzt hier ein Thronzimmer. Ach, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt hin will. Okay, nutzt ja nix. Father, that boy had the orb, but your eel swallowed him whole. Then find that wretched beast and extract the orb. I don't care what you have to do, just do it. Muss diesen Knaben vor dem Aal retten, sonst ist er verloren. So, was haben wir da jetzt gekriegt? Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich suche da jetzt auch nicht nach. So. Dann fangen wir mal hier an. Da ist wieder ein Tierchen. Der dritte. Da ist ein Brief. Ach Gott. Der Vertrag ist besiegelt. Die Meeresgöttin eingefangen und dem antiken Zauber. Mit dem antiken Zauberstab. Nun ist Prasimo in der Lage, ihre Macht für seine eigenen Interessen zu nutzen. Um sie zu besänftigen,
versprach ich ihr, dass sie vielleicht eines Tages ihre Freiheit zurückerlangen könnte, aber eigentlich soll sie unser Königreich bis in alle Ewigkeiten beschützen. Naja, ganz toll. Der König hat also die Meeresgöttin in die Falle gelockt. So bekam er alle eine ganz neue Perspektive. Hat sie den Fluch über die königliche Familie gelegt? Ja, ich wäre auch brammelig. Was ist das schon wieder? Erbisgriff. Da war noch eine Parabel. Oh, ja, da kommt das rein. Zack. Was haben wir hier? Da ist noch ein Zettel. Achso, da müssen wir bestimmt wieder hingehen, ne? So, und... Wo ist das andere? Da. Ach, je. Muss alle Teile finden, ja klar. Da ist der. Immerhin haben wir den. Das ist also der legendäre Thronsaal von Prasino. Noch nicht schon wieder. Ein Wal, ein Delfin. Okay. Meine Güte, nee. Was ist das? Da kommt er bestimmt rein. Fehlt aber nur ein Auge. Also nutzt ihn, geklebert. Also langsam. Ich weiß nicht, was da rein soll. Ich stehe die ganze Zeit bei, ohne das zu wissen. Nee. Naja, ich brauche jetzt mal die Karte. Das ist da oben. So. Muss ich diesen Aal haben, ne? Da muss dann auch was rein. Und hier brauchen wir noch eine Koralle. Holen wir den an das Säckchen da draußen. Zu machen, ne? Ja. Wir brauchen den Aal. Irgendwo was übersehen. Da geht's auch nicht weiter. Da brauchen wir immer noch einen Baum. Nutzt nichts. Wir müssen da nochmal ganz von. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. So, nochmal in den Turm. Da ist eine Tür. Ja, was mit dem Schild ist, weiß ich nicht. Nicht, dass wir irgendwo ein Teil. Noch eine neue Auszeichnung. Übersehen haben, was wir mitnehmen müssen. Und es nicht mitgenommen haben. Da kommt ein Rosenemblem immer noch rein. Ich denke mal, das geht hier zum Bonusspiel. So, was haben wir hier? Haben wir irgendwas am Strand? Nee, das ist die Stadt. Hier ist keine Lupe mehr, ne? Dann gehen wir mal rein. Hier. So. Da ist nur das Schild. Und nee, das ist hier auch. Da ist auch nichts mehr. Und so. Ja, scheinbar. Achso, hier fehlen immer noch Bücher. Achso, das gehört da dazu. Auch nichts mehr. Nö. Okay. Dann müssen
Müssen wir jetzt hier weiter? Ja, ein Kelch fehlt noch. Ist auch fertig. Der Grundtunnel. Das ist nur der Tunnel. Tiefer scheint das Wasser zu sein. Okay. So, hier nochmal im Gruft. Ja. Nee. Nö. Klappern wir das hier nochmal ab? Ja, aber hier können wir nichts machen, ne? Hier geht auch nichts auf. Fehlen noch eine. Wie ist das eigentlich hier? Es ist da gar nichts, weil das ist eine normale Sphäre. Hat gar nichts mit den beiden zu tun. Ich jetzt erst. Aber hier können wir aber auch nichts mehr mitnehmen. Nee. Da ist auch nichts. Da ist jetzt auch nichts mehr. Hier nochmal. Ja, Efeu-Dinger. Die haben wir ja nicht. Wasser sieht frisch genug zum Trinken aus, ja. Hm. Riecht hier noch was? Nee, auch nicht. Hm. Ja, da brauchen wir die Fischis. Gehen wir erstmal hier rein. Ja, das Einhornhorn. Ach, ist das... Nee, kann ja nicht, passt ja nicht. Da ist jetzt nur... Da war, lach jetzt aber auch nichts mehr, ne? Der Raum glüht warm, wie ein Schrein oder so. Vielleicht ist die Prinzessin, die in diesem Zimmer wohnt, schon gestorben. Kann man das so? Nö. Tja, was kommt da hin? Keine Ahnung gerade. So. Hier sonst noch was? Ja, das Ding in da. Überall sind violette Korallen. Hm? Da haben wir alles abgeklappert nochmal. Da brauchen wir immer noch einen Schlüssel. Dann brauchen wir die beiden. Ja, aber hier liegt auch nichts mehr, ne? Nee, da. Eine Parabel, okay. Ja, ist ja schön, dass wir die Parabel haben. Doch noch gefunden haben. Was haben wir denn da jetzt? Parabeln. Da noch gar nichts von einer von vier. Oh, eine Rotkäppchen. Ach, die ist fertig. Hat doch gar nicht angezeigt. Okay. Ah, diesmal kein Ton. Es war einmal eine rachsüchtige Göttin, die sich durch Prinzessin Nadia verärgert fühlte. Sie sprach einen Fluch aus und verwandelte die Prinzessin Nadia, in eine Meerjungfrau. Sie war dazu verdammt, für immer und ewig im Wasser zu leben. Ihre einzige Rettung war ein Schatz. Wenn sie den finden könnte, wäre der Bann gebrochen. Während ihrer Suche wurde Nadia etwas unvorsichtig und wurde von hiesigen Fischern gefangen. Die habgierigen Kerle stellten Nadia zur Schau und verlangten Eintrittsgeld von allen, die
Magie die wunderschöne Meerjungfrau anschauen wollten. Neither verlor jegliche Hoffnung, jemals wieder ein Mensch zu werden. Doch eines Tages traf Neither einen Zauberfrosch. Mit seiner Hilfe konnte sie ihren Kidnappern entkommen. Aus Dankbarkeit küsste Neither diesen Frosch, der sich daraufhin in einen menschlichen Prinzen verwandelte. Die beiden verliebten sich auf der Stelle ineinander und er versprach ihr zu helfen. Er suchte in der ganzen Welt nach dem geheimnisvollen Schatz für sie, der den Fluch der Göttin brechen würde. Außerdem half er auch ihrem Vater. Als der Prinz mit dem Schatz in der Hand zu Neither zurückkehrte, erlangte sie ihre menschliche Form zurück und die beiden lebten glücklich und zufrieden, zumindest für eine Weile. Ja. Gut. Das, ist schön. Wir wissen ja, was dabei rauskommt, ne? Da der liebe Prinz ja nur so lange menschlich ist, wie seine Geliebte lebt. Also, wie oft will ich hier eigentlich noch draufklicken? So, dann gucken wir mal da nochmal. Ja, klatschen mal die Tür zu. Beutelchen, da kommen wir auch noch nicht ran. Nee, aber liegt auch nichts mehr. Dann gucken wir jetzt nochmal hier. Die kann nochmal alles an. Nö. Nö, 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 nö. Da ist aber jetzt auch wirklich nichts mehr. Und gleich schlage ich mir mit der Hand vom Kopf, ne? Da ist nur noch der Brief. Haben wir denn hier sonst noch was? Irgendwelche Bücher, die man mir noch mitnehmen kann? Nee. Steht hier noch was? Nee. Wappen entfernt. Da ist nichts mehr. Nur die beiden Viecher. Ach. Dö, super, ganz toll. Kapitel 4. Die anderen abgeblieben, die sind mir gar nicht aufgefallen, dass es eingeblendet worden ist. So. Sonne, Mond und Stern. Hier, unsere Dings brauchen wir da noch. Sehen wir die, sehen wir die, sehen wir die. Da liegt ein Schwert rum. Sind jetzt gerade mal keine. Das sind Lampen. Ah, guck mal, jetzt haben wir endlich noch mehr Teile. Ja, aber jetzt können wir den da mal reinsetzen. So, der ist fertig. Ich weiß schon nicht mehr, wo der hinkam. Hier fehlt ein Ring. So, das waren die. Huch. Was fehlt hier? Das sieht wie so ein Fisch aus, der seine Beute durch ein leuchtendes Glühen anlockt. Ja. Ja, aber irgendwas muss ja hier hin. Okay, das wird sich dann auch noch geben. Diese Bilder sind alles Wiedergaben von rabiaten Stürmen. Das Königreich von Prasino hatte die Macht des Wassers nutzen können für einen Krieg. Hätte das die Macht des Wassers nutzen können. Da ist es. Den mal mit. Ach, hier ist noch ein Zettel. Die mächtige und ehrwürdige Meeresgöttin, den antiken Zauberstab schwingend.
Okay. Da haben wir noch eine Teetasse. Okay. Meeresgöttin übt ihre Macht an den Sphären aus. In welcher Relation steht ihre Magie zur Maschine? Tja, das werden wir dann sehen. So, jetzt haben wir aber... Ja, wollte sagen, da ist doch noch eine Parabel. Fertig? Nein. Zurück. So. Wo ist denn da schon wieder rein? Puh. Okay. Jetzt machen wir das Ding fertig. So. Ah, ein Code. Ja. So, dann... Ja, yeah, gehen wir erstmal in einen Raum zurück. Da kommt das hin. So, dann setzen wir den mal da rein. Genial. Ach je, was ist das denn jetzt? Auch schon wieder. Eins, zwei... Nehme ich den mit. 1, 2. So, 2 noch. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mist, mir fehlt ein Zug. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. Ja. Gleich. Ich möchte jetzt bitte mal wissen, wo kam denn der Schlüssel hin? Maschinenschlüssel. Hatten wir den schon? Schlüsselloch? Nee, das war nicht. Da muss was eingesetzt werden. Nimm, 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 nimm. Wandbild, Wandbild, Wandbild. Ich weiß schon nicht mehr, wo was hinkommt. Wo kam denn das hin? Wo kam denn ein Diamant hin? Hm. So, ihr Lieben, wisst ihr was? Das war's erstmal für heute.
Ich nehme schon ein bisschen länger am Stück auf. Ich kann mich kaum noch konzentrieren. Deswegen klappt es mit dem Minispielchen jetzt auch nicht. Daher ist für heute Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft nachher schön. Bis dann, eure Pega.